Wie sieht ein Anschreiben für potenzielle Kunden aus? Ein Anschreiben für potenzielle Kunden, das ist erstmal auf jeden Fall in die Richtung Kaltakquise zu verorten. Aber Anschreiben ist nicht gleich Anschreiben. Heißt, was haben wir eigentlich für Arten oder für Kanäle, die wir nutzen können, um potenzielle Kunden anzuschreiben? Ob das kalt oder warm ist, sei jetzt mal dahingestellt. Idealerweise habe ich die E-Mail-Adresse, dann kann ich die Person anschreiben. Am besten habe ich natürlich vorher schon Kontakt mit der Person gehabt, dann ist es keine Kaltmail. Dann kann ich referenzieren bzw. Bezug nehmen auf den letzten Kontakt, den ich mit der Person hatte und dann erklären, was ich möchte, was ich will, was ich anbiete, was auch immer. Wir haben E-Mail, wir haben aber auch diverse berufliche Netzwerkportale wie LinkedIn und Xing, aber auch Geschichten wie Twitter oder Instagram, über die man mit Direct Message gehen kann und so Menschen erreichen kann. Während ich bei einer E-Mail eher ausholen kann in Ausrufezeichen, mit ausholen meine ich 100, 150 Wörter maximal, sollte ich gerade bei LinkedIn und Xing eine kürzere Form wählen und bei den Direct Messages über eher Social, freizeitlastige Portale wie Instagram oder Twitter noch kürzer gehen. Warum? Weil ich die Zeit meines Gegenübers versuchen sollte zu respektieren. Ich störe ihn ja ohnehin. Also man stört ja jedes Mal, wenn man jemanden kontaktiert. Warum? Weil die meisten Menschen, je mehr sie zu tun haben oder je mehr Verantwortung sie tragen, umso mehr von anderen in Anspruch genommen werden. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, zu einem Head of, zu einem CMO durchzugelangen, kann ich davon ausgehen, dass viele versuchen, zu ihm durchzugelangen, dass viele seiner Mitarbeiter mit ihm reden wollen, dass viele seiner Vorgesetzten mit ihm reden wollen, dass einfach auf diese Person viel einstürmt. Und daraus sollte ich herausstechen, beziehungsweise mich kurz halten. Das zum Thema Mail. Bei LinkedIn und Xing erst recht und bei Instagram und Co. minimieren auf wirklich minimal. Was sollte in so einem Anschreiben drinstehen? Das hängt, finde ich, wieder ganz davon ab, ob ich die Person kenne oder nicht. Unabhängig davon, ob das Mail oder Direct Message ist oder Brief, was ich jetzt mal ausklammer, sollte ich möglichst schnell auf den Punkt kommen und vor allem möglichst schnell den potenziellen Wert meiner Dienstleistung oder meines Produkts kommunizieren, damit das Gegenüber direkt weiß, das könnte ich da bekommen. What's in for me? So, what's in it for me? Was ist drin für mich, was springt für mich dabei heraus? Und wir machen das per E-Mail, wenn wir kalt Unternehmen anschreiben, gibt es eine ganz kurze Vorstellung. Also wir erstellen erstmal den Bezug her. Wer sind wir? Ein bisschen Kontext kurz, ein oder vielleicht zwei Sätze. Im Anschluss geht es direkt in eine Referenzierung, das heißt, wir versuchen uns in ein Verhältnis zu jemandem zu setzen, der Trust hat, das heißt zu unserem Kunden. Wir arbeiten, hallo, wir sind bam bam bam, wir arbeiten für bam 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 und dann kommt schon, und für dich würden wir gerne tun, bam bam bam. So, und daraus sollte eigentlich so ein Anschreiben bestehen, per E-Mail. Während ich hier ein bisschen ausholen kann, diese dreigliedrige Formulierung irgendwie oder Struktur, sollte ich die bei den genannten anderen Portalen beziehungsweise dann im Direct Messaging noch kürzer halten. Warum ist das so? Weil wenn ich als Empfänger eine E-Mail öffne, dann bin ich zumindest potenziell dazu bereit, mal eine Minute Lesezeit da zu investieren. Eine Minute ist schon sehr lang. Während ich bei
Xing oder bei Instagram haufenweise Spam bekommen mittlerweile und man eigentlich so schnell wie möglich erkennen sollte, was will der Typ von mir, oder so schnell wie möglich erkennen sollte, der bietet mir was an, oder so schnell wie möglich erkennen sollte, der bietet mir eine kostenlose Probearbeit an, was auch immer. Man sollte so schnell wie möglich erkennen, worum es geht. Und so schnell wie möglich vor allem erkennen, dass man kein Spammer ist. Und idealerweise schreibt man noch irgendwo mit rein, ich werde dich zukünftig nicht mehr nerven oder sowas.